Alhamdulillah, I love Allah, möchte wissen, könnt ihr die lauten und die leisen Gebete erklären und muss man auch, wenn man alleine ist, die lauten Gebete laut sagen? Die lauten Gebete sind das Maghrib-Gebet und das Isha-Gebet und das Fajr-Gebet. Da sollte man die ersten zwei Raka, die Surat al-Fatiha und die zweite Sura laut rezitieren. Und Zuhr und Asr rezitiert man alles leise. Außer natürlich die Takbirat, also Allahu Akbar, Sami Allahu Liman Hamida und so weiter. Das rezitiert man bei allen Pflichtgebeten laut. Dieses laut oder leise Rezitieren ist Sunnah, also es ist erwünscht. Es macht also das Gebet nicht ungültig, wenn man bei einem leisen Gebet laut rezitiert oder lauten Gebet leise rezitiert.